Und jetzt kommen wir zu Gottes Wort. Und wir sind heute am Ende unserer vierteiligen Serie über unseren Start-up, also unsere Entwicklungsstufen, die wir als Gemeinde mit jedem einzelnen Menschen durchgezogen haben, sehen wollen. Wo wir sehen wollen, dass jeder Schritt für Schritt weiterkommt. Und mal vielleicht einen kurzen Rückblick auf unser Thema, so eine kleine Standortbestimmung, wo wir jetzt stehen. Erstens, hier ist unser Thema von heute, das neue Thema, mach einen Unterschied mit deinem Leben. Das heißt, Gott hat richtig was vor mit dir. Aber damit alle wissen, wo wir eigentlich stehen, mal ganz kurz einen Rückblick auf unsere ersten drei Sessions. Punkt Nummer eins, wir haben gesehen, dass es ganz wichtig ist, so ein neuer Mensch zu sein, ein neues Leben bekommen zu haben von Gott. Zweitens, in der zweiten Lektion haben wir gesehen, wir haben eine Bestimmung zu entdecken. Gott hat so etwas wie ein Drehbuch für jeden Menschen, also auch für dich, für dein Leben. Und das letzte Mal ging es dann darum, dass jeder eine geistliche Heimat, so eine geistliche Familie hat, wo er dann integriert ist. Das sind die wichtigsten Dinge, die wir Menschen, die neu dazukommen, vermitteln wollen. Ja, du hast eine Bestimmung, du brauchst ein neues Leben von Gott, du kannst von Neuem geboren werden, lass dich taufen, komm in eine geistliche Heimat rein, erkenne, entdecke deine Bestimmung. Und jetzt unser vierter Punkt heute, jetzt soll dein Leben dann auch einen echten Unterschied machen. Einen richtigen Unterschied. Jeder hier in diesem Raum, jeder am Livestream, auch ihr, herzlich willkommen heute Morgen, soll erleben, dass das Leben, das Gott uns geschenkt hat, das Kostbarste, was wir haben, ist unser Leben, dass es einen Unterschied macht. Dass wir nicht nur für uns leben, sondern auch für andere Menschen. Stell dir mal vor, du stehst kurz vor deinem Ableben, so in 30, 40, 50, 60, 70 Jahren. Du liegst auf dem Sterbebett, stellst dir mal richtig vor, du hast einen langen Rauschebart, Falten in deinem Gesicht, graue Haare und du liegst und plötzlich wird dir bewusst, ganz plötzlich, kurz vor deinem Tod, Mensch, ich habe ja nur für mich gelebt und mein Leben hat ja nichts in anderen hinterlassen, hat ja keinen Segen für andere Menschen gebracht. Wie fändest du das? Das war echt doof. Das wäre schrecklich. Wir leben ohne etwas für andere zu hinterlassen, ohne einen Unterschied gemacht zu haben. Und genau das hat Gott auch nicht für dich vor. Amen. Gott hat richtig vor, dass dein Leben, das, was er dir gegeben hat, deine Talente und Gaben, dass es einen Unterschied macht in dem Leben von anderen Menschen. Und Gott möchte, wenn wir uns mal den Ausblick anschauen, ja, nächste Folie, dass wir uns richtig vorstellen können, dass unser Leben, das Gott uns geschenkt hat, etwas verändert in dieser Welt. Ich habe heute Morgen schon für die Wahlen gebetet, intensiv, gestern gebetet, vorgestern in Frankreich, dass unsere Gebete Dinge in dieser Welt zum Guten verändern. Dass das Reich Gottes kommt, der Wille Gottes geschieht, weil der Wille Gottes ist das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und Freunde, das braucht unsere Welt. So, dein Leben kann wirklich einen Unterschied machen. Und Gott hat das auf dem Herzen und Gott hat auch so einen Plan für dich. Und wichtig ist, dass das in deinem Bewusstsein drin ist, das ist wirklich Gott auf dem Herzen. Jesus hat ganz viel darüber gelehrt und gesprochen und er hat gesagt, am Ende deines Lebens gibt es für jeden so einen spirituellen Check-up. Da gehen wir in uns und da fragt uns dann Gott, was ist mit deinem Leben gewesen? Da gibt es zwei tolle Beispiele, ich erzähle sie euch mal ganz kurz. Im Lukas-Evangelium die Geschichte vom reichen Kornbauer. Da war ein Mann, der war so wahnsinnig, sagenhaft, sensationell reich, dass du sagst, so würde ich auch sein. Der hatte so viel Geld, so viel Güter, Ländereien, Angestellte, Sklaven und so weiter und so fort. Und alles, was er tat, alles seine Gaben, Talente, sein Unternehmerspirit, seine Managementbegabung, seine planerische, organisatorische Fähigkeit, es war alles nur mit einem Ziel, für sich. Für sich. Und schließlich am Ende seines Lebens baut er dann Silos und neue Scheunen und riesige Vorratskammern und sagt, das will ich alles für mich, ich will eine schöne Rente haben und so weiter und so fort, will ich alles für mich gebrauchen. Und in der Nacht erscheint plötzlich Gott. Und Gott sagt zu ihm, mein lieber reicher Kornbauer,
Es ist doof, was du machst. Du hast auf das falsche Pferd gesetzt. Du hast alles nur für dich gerafft. Ich habe doch eine ganz andere Bestimmung für dein Leben. Du sollst mit den Gütern, mit den Talenten, mit den Gaben, den Charismen, die du hast, sollst du einen Unterschied machen. Sollst du nicht nur für dich leben. Du sollst für andere leben, in andere Leben investieren. Die zweite Geschichte, die kennt ihr auch alle gut, die ihr schon länger dabei seid, die Geschichte von den anvertrauten Pfunden oder anvertrauten Talenten aus Matthäus 25. Ich übertrage sie mal gleich, da kommt Gott und gibt verschiedenen Leuten verschiedene Begabungen und Talente und Ressourcen und Potenziale und wie du es nennen willst. Dem einen gibt er 5, dem anderen 2 und dem anderen einen. So wie es jeder verkraften kann. Genau wie bei dir und mir. Der eine hat die Talente, der andere die. Aber es kommt nicht auf die Zahl an, sondern was wir damit machen. Ob wir damit einen Unterschied machen. Und der 5 Talente bekommt, der donnert ran und multipliziert sie und gewinnt 10 daraus. Und Gott sagt, hey, toller Junge, super, ich freue mich so, komm rein in die Freude meines Herrn. Der 2 bekommen hat, der macht es genauso. Der macht einen Unterschied mit den Gaben und Talenten und den Potenzialen und den Möglichkeiten, die Gott ihm gegeben hat und verdient nochmal 2 Talente dazu und sagt, ich mache was aus dem, ich mache einen Unterschied. Und dann gab es diesen einen, der bekam ein Talent. Und der nahm dieses Talent und dann tut er etwas ganz Schreckliches, was ganz Furchtbares. Er nimmt diese Gabe von Gott, dieses Talent, dieses Charisma, dieses Potenzial, das Gott gegeben hat und vergräbt es im Dreck der Erde, im Staub der Erde. Und es ruht da so und dann kreuzt drauf Ruhe in Frieden, also auf dem Friedhof begraben. Und dann kommt der Meister, dann kommt Gott und sagt, hey, was hast du gemacht? Ja, ich habe gewusst, du bist so streng und so furchtbar und so weiter. Hey, Gott ist gut und lieb und wunderbar. Der hat ein total falsches Gottesbild. Und Gott sagt, ja, wenn du schon so ein falsches Bild hast, warum machst du da nicht was damit? Gott will, dass unser Leben einen Unterschied macht und nicht wie der ein Talent bekommen hat und am Ende seines Lebens sagt, liebe Zeit, ich habe das verbuddelt und habe nichts damit angefangen. So, heute Morgen spreche ich prophetisch über jeden hier in diesem Raum aus, über jeden am Livestream. Gott hat einen Plan, wo dein Leben einen Unterschied macht im Leben anderer Menschen. Wo Gott dir etwas gegeben hat, was zum Nutzen anderer Menschen sein wird. Denn Jesus hat darüber intensiv gelehrt. Gott möchte, dass wir vom Konsumenten zum Segen für viele werden. Gott will, dass das Raffen nur für uns sich verändert, wie es in unserer Gesellschaft heute so üblich ist. Ja, ich nehme alles für mich und du musst dich selber verwirklichen. Dass es dazu dient, ein Segen für andere zu sein, denn das macht uns richtig glücklich. Kurzer Exkurs, was Jesus über dieses Thema gelehrt hat. Er sagt, ich suche Frucht. Gott, der Vater, sucht Frucht in unserem Leben und zwar Frucht, die bleibt, die einen Unterschied macht. Gott will, dass du ein fruchtbares, ergebnisvolles Leben führst. Wo du auf dem Sterbebett oder kurz vor der Entrückung sagst, wow, also ohne mich hätte doch wirklich was gefehlt. Guckst in den Spiegel und sagst, Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer fehlt denn demnächst im deutschen Land? Ja, also kurz vor deinem Tod, ja. Und sagt, ja, das bist du, weil so viel hast du bewegt. Und ihr Lieben, nicht, was wir oft denken, was wir einen Unterschied machen, sondern was Gott sagt und was andere Menschen sagen. Mensch, der Johnny ist nicht mehr da, der Friedrich, die Clara, die Hanna, sie sind nicht mehr da. Es fehlt was in unserem Land. So soll es sein. Jesus hat gesagt, ich möchte Frucht und Frucht, die bleibt. Dann hat er gesagt, geben ist viel schöner und segensreicher als nehmen. Es macht total glücklich. Zitiert der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 28, da kurz davor sagt er, Jesus hat mündlich überliefert, dass er gesagt hat, geben macht glücklicher als nehmen. In der Rede an die Ältesten in Ephesus.
Und irgendwo ist es ein Geheimnis, was auch das Leben des Paulus ausgemacht hat. Das Geheimnis, glücklich zu werden, ist, indem man gibt, indem man einen Unterschied macht, die Talente, die Gaben, die Gott einem geschenkt hat, in andere investiert und für andere zugänglich, erlebbar, fassbar werden lässt. Und dann hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben hinzugeben für viele. Ihr Lieben, das ist unser Vorbild. Auch wir sind gekommen durch die Gnade Gottes zu einem neuen Leben. Und wir sind nicht da, für uns selber zu leben, sondern auch für andere Menschen. Menschen, zu denen Gott uns führen will. Menschen, wo Gott uns gebrauchen will. Wo Jesus uns benutzen möchte, dass unser Leben einen Unterschied macht. Wer es glaubt, sagt Amen. Gott hat was vor mit dir. Ich spüre das so stark. Und dann sagt Jesus, er zeigt es uns an ganz, ganz vielen Stellen, in dir steckt viel, viel mehr, als du denkst. Das Hauptproblem bei ganz vielen seiner Leute, seiner Nachfolger, auch mit seinen Jüngern hat er es immer wieder, ist, dass sie nicht sehen können, was Gott für einen Plan für ihr Leben hat. Dass Gott mit ihnen einen Unterschied machen will in dem Land, in dem sie leben, in der Stadt, in der Familie, in der Verwandtschaft, wo wir leben, in der Schule, an der Universität, an deiner Arbeitsstelle, in dem Betrieb, den Gott dir anvertraut hat, in dem Unternehmen. Gott will durch dich dort einen Unterschied machen. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Vision nie aus unserem Herzen rauslassen, weil sie wird die ganze Zukunft unseres Lebens prägen. So, jetzt habe ich mir eine Frage gestellt. Eigentlich, wenn Gott es will, dann müsste es doch eigentlich so einen Platz geben, wo man lernen kann, mit diesen Gaben, Talenten und so weiter zu wuchern und mit ihnen einen Unterschied zu machen. Also, sowas wie jeder braucht einen Platz, wo er lernen kann, in dieser göttlichen Bestimmung zu leben und zu dienen und dort Frucht zu bringen und einen Unterschied zu machen. Gott schmeißt uns ja nicht einfach irgendwo hin und sagt, mach mal, sondern es gibt sowas wie einen Trainingsbereich, wo Gott uns einsetzen möchte. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe mir eine Frage gestellt, wie müsste denn der Ort aussehen, an dem Gott dich nimmt und wo Gott dich hinplatziert, ob Männlein oder Weiblein oder alt oder jung oder groß oder klein oder schwarz oder weiß oder dick oder dünn, glatzköpfig oder behaart oder bärtig oder paleface. Also wo er dich nimmt, jung oder alt. Ich sage immer älter, weil wir haben eigentlich keine alten Leute bei uns. Wir haben nur älter werdende Menschen bei uns in der Gemeinde, weil Gott hält uns jung und frisch auch im Alter werden. Wo und wie sollte so ein Platz aussehen, optimal, wo so ein Klima ist, wo wir möglichst vielen Menschen, also Menschen, die Jesus nicht kennen, aber auch Menschen, die Gott kennen, in einem geschützten und gesegneten Rahmen mit den Talenten dienen könnten, die Gott uns gegeben hat. Wo könnten wir das trainieren? Gibt es so einen Ort? Und wo wir viel, viel Segen erleben könnten und dann erleben können, wie Gott unser Leben bereichert und zum Wachstum bringt. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich so einen Ort gefunden habe. Es müsste ein Ort sein, wo viele Leute hinkommen, die Gott kennen und die ihn noch nicht kennen. Es müsste ein Ort sein, wo man sich mit seinen Gaben einbringen kann und seinen Talenten. Und wo Gott einen passenden Platz für mich schon vorbereitet hat und wo ich mit den Gaben dann anderen dienen kann, einen Unterschied machen kann und lernen kann, auch im Team mit anderen zusammen, diese Gabe und diesen Dienst zu tun. Und wisst ihr was, ich bin fündig geworden, es gibt so einen Gott, einen Platz. Es gibt so einen Ort für dich und für mich. Und das ist der Gottesdienst im Gospelforum. Ich habe ihn gefunden. Ich sage, diesen Ort gibt es. Für jeden Menschen, der hier in Stuttgart oder Großraum Stuttgart diesen Ort als sein Zuhause, als seine Gemeinde empfindet oder kennenlernt oder haben möchte oder von Gott hierher gepflanzt worden ist. Es gibt so einen Gott, einen Gottesdienst im Gospelforum, wo du einen Platz hast. Und dieser Ort, es gibt auch etwas, was genau diese Bedingungen erfüllt. Es gibt auch Teams, die in den Gottesdiensten zusammen Menschen dienen und einen Unterschied machen. Und zwar Menschen, die Gott noch gar nicht kennen, die ganz neu hierher kommen und Menschen, die schon lange Gott kennen und die zusammen sich entschlossen haben, wir werden einen Unterschied machen und Menschen dienen.
Es gibt diesen Ort und es gibt diese Teams. Wir nennen diese Teams Dream Teams, Gospel Forum Dream Teams. Und das machen wir nicht nur, weil ein paar andere Gemeinden die auch so nennen, sondern weil es einfach ein Traum ist, in einem Team Gott und den Menschen zu dienen im Rahmen einer großen Veranstaltung, wo man einen Unterschied macht, wenn Menschen kommen und die merken, wow, so gut, dass es sie gibt, so gut, dass es Techniker gibt, Lichtmanager, die das Licht auf der Bühne hinkriegen, die eine Butterbrezel am Morgen schmieren, damit wir eine Butterbrezel nach dem Gottesdienst haben. So gut, dass es Leute gibt, die sich um die Bücher kümmern draußen, die Ordner, die um die Sicherheit sich bemühen. Parkplatz, dass wir in diesem Chaos ein paar Leute haben, die Bescheid wissen. So gut, dass es Leute gibt, die einen Unterschied machen und im Team Gott dienen. Und heute Morgen ist mein Ziel, dass ich uns alle ermutigen und die Augen öffnen möchte für das, was Gott an diesem Punkt mit uns allen tun will. Ganz kurz, was ist ein Gospelforum Dream Team? So ein traumhaftes Team, was einen Unterschied macht. Das ist eine Gruppe von Menschen, die mit Leidenschaft und der von Gott geschenkten Begabung gemeinsam, zusammen anderen Menschen im Rahmen einer Veranstaltung des Gospelforums, kann auch eine Konferenz oder etwas sein, dient. Und zwar ist dabei das Ziel, den Besuchern ein noch intensiveres und schöneres Erlebnis der Veranstaltung, Konferenz oder Gottesdienstes zu ermöglichen. Stell euch mal vor, die Kinder werden betreut von den Eltern, die jetzt im Gottesdienst sind. Das ist doch schön, dass du entspannt, ohne schreiende Kinder an deinem Rockzipfel den Gottesdienst genießen kannst. Und sie schreien drüben im Kinderdienst und werden dort beruhigt und gesegnet und so weiter und so fort. Wer es glaubt, sagt Amen. Was für super Teams haben wir. Über 300 Mitarbeiter allein in unseren Kinder-Gottesdienst-Dream-Teams. Was für fantastische Leute haben wir. Komm, wir geben denen allen mal gerade einen mächtigen Applaus. Und die machen dadurch einen Unterschied. Exzellenz, Liebe, Freude sind dabei ganz große Werte für uns. Wir wollen es super machen, mit viel Liebe und mit, vor allem mit Freude dabei. Einmal im Jahr feiern wir dann eine Riesenparty im Gospelforum, wo wir Gott danken und unsere Freude am Team feiern. Das nennen wir jetzt Dream Team Night oder Dream Team Party, wie auch immer, wo alle Dream Teams zusammenkommen. Früher war das unser Mitarbeitervisionsforum. So, das ist ein Dream Team. Und damit ihr eine Vorstellung habt, wie viele Dream Teams es im Gospelforum gibt, möchte ich euch das mal kurz vorstellen. Wir haben über 50 verschiedene Kategorien und Bereiche, wo wir Dream Teams haben. Über 150 Dream Teams in unseren 10 Gottesdiensten allein, die wir am Wochenende feiern. 3 Gottesdienste hier, 7 in anderen Lokalitäten oder in kleineren Räumen hier im Gospelforum. Und ihr Lieben, wenn es unsere Dream Teams nicht gäbe, wäre das alles nicht möglich. Das sind die wahren Helden. Manche Leute denken immer noch, ja, da ist einer auf der Kanzel, der die Leitung macht, oder das eine Worship-Team, das reißt den Gottesdienst. Nein, wir alle zusammen machen einen Gottesdienst zu einem Erlebnis mit Gott und seinem Heiligen Geist. Jetzt schaut mal hin, wie viele Dream Teams wir haben. Unsere aktuellen Gospel Forum Dream Team Bereiche sind unglaublich vielfältig. Da gibt es zum Beispiel unsere Worship Teams, 10 Worship Teams im Augenblick hier und Dutzende in den Regionen. Wir haben Gebetsteams, die vor dem Gottesdienst beten. Hier ist einmal der Andi. Seit Jahrzehnten betet der Andi, leitet unser Gebetsteam vor dem Gottesdienst. Andi, du kriegst heute einen Spezialapplaus. Was du und Margret leistet, das ist der absolute Hammer. Was für ein Freund! Was für ein Segen, was die freigesetzt haben über uns allen, einen echten Unterschied gemacht. Ordnerteams, unzählige Ordnerteams in jedem Gottesdienst, Sicherheitsteams, ja, dass niemand hier seinen Molotow-Cocktail auf den Pastor schmeißen kann oder auf dich. Ich finde es ganz großartig. Stage Management, dass hier alles sauber ist. Reinigungsteam, dass du in der Pause auf die Toilette gehen kannst. Und es ist einigermaßen sauber. Amen. Hey, danke Gott für unsere Reinigungsteams. Ministry-Teams, seelsorgerliche Teams, die für die Menschen beten, hier oder in den Regionen.
Übersetzungsteams, wir haben über 70 Übersetzer, die dort oben parallel zu den Gottesdiensten in über 20 Sprachen übersetzen. Die kriegen auch mal einen Spezialapplaus. Eigentlich jeder, ja, weil wir, das ist der Hammer, was die leisten. Und du kannst vielleicht eine Top-Sprache, die wir noch nicht haben, Kiswahili oder Munga, Changa, Benga, Winga. Ja? Ich weiß auch nicht, was für eine Sprache das ist, aber wenn du sie kannst, melde dich, du kannst mitmachen. Ja, unser Parkplatz-Team, ja, du wolltest immer schon Polizist werden als kleines Kind, konntest es nie werden, ja? Sitzt jetzt am Schreibtisch, aber jetzt kriegst du hier. Ja, im Parkplatz sind so eine volle Montur und eine Kelle in die Hand und lächelnd, freudig kannst du die Autos dirigieren. Amen. Ihr versteht, was ich meine? Das macht richtig Spaß. Garderobenteams, da lässt du deine Mäntel. Cateringteams, Cappuccino-Bar-Team, der beste Cappuccino von unserer Fratelli Italiani. Ja? Und das besondere Team, Gelati-Team. Ja? Ich glaube immer noch, dass Gott der Erfinder von Eis ist. Weil die Bibel sagt, alle gute Gabe kommt von Gott, dem Vater des Lichts. Ja? Und wir haben so ein Team da draußen. Danke euch allen. Es ist herrlich. Butterbrezel-Schmierteam. Die treffen sich schon früh morgens und schmieren die Butterbrezel, die du nach dem Gottesdienst dann verschlingst in schwäbischen, genüsslichen Zügen. Hey, danke euch allen. Und du kannst da mitschmieren. Ja? Ist doch besser, eine Butterbrezel zu schmieren, als deinem Chef eine zu schmieren. Das ist viel, viel besser. Infotischteams, Missionstisch, Jam-Teams, Büchertischteams, wo du tausende Bücher, CDs, Geschenkartikel bekommen kannst und die machen das jeden Sonntag. Danke euch allen, es ist fantastisch. Kopierteams, die CDs werden kopiert, Tontechnik-Team, dass wir hier überhaupt einen Sound haben, Aufnahmetechnik, Lichttechnik, dass wir Licht hier haben, Beamer, das alles so schön blau und so, ach, einfach herrlich. Danke euch ganz herzlich. Dann die Livestream-Teams, dieser Gottesdienst wird zu tausenden Menschen live übertragen, weltweit. Hey, danke euch für euren Dienst, das ist nur mit euren Möglichkeiten und Gaben möglich geworden. Unsere Gospel-Kids-Teams, fast 300 Mitarbeiter, Gospel-Kids-Inklusiv-Team, die für Kinder mit Handicaps da sind, extra sich jeden Sonntag um sie kümmern. Die Teens for Jesus, unsere Teenager-Bibelschul-Mitarbeiter-Teams, Seniorentreff-Team, Kirche-mit-Biss-Team, die jedes Wochenende in unserem Gottesdienst für die Ärmsten in der Stadt die ganzen Dinge vorbereiten und nur das Essen machen. Die Welcome-Teams, Begrüßungsdienst, die uns hier so fröhlich und gütig und freundlich begrüßen. Die Welcome-Lounge-Teams, die Kaffee machen und die neuen Gäste willkommen heißen. Evangelisationstischteams, Firestarter-Teams, Start-up-Team, die sich darum kümmern, dass jeder hier, der ins Gospel-Forum kommt, immer wieder neu die Grundwahrheiten des Lebens gelehrt bekommt. Unser Ausländertischteam, das sich um Literatur kümmert für ausländische Freunde. Next Step Team, das Menschen weiterhilft, in ihre Bestimmung reinzukommen. Das Stoffwechselteam, das ist unsere gebrauchte Kleiderkammer. Ne, gebrauchte Kleider ist falsch. Eine Kleiderkammer mit gebrauchten Kleidern, wo du für 1, 2, 3 oder Euro Kleider bekommen kannst. Es ist der, was es hier alles gibt im Gospel-Forum. Es geht auf keine Kuhhaut und auf keine Folie. Du brauchst mehrere. Büchereiteam, wir haben eine Leihbücherei, die geöffnet ist jeden Sonntag, Abendmahlteam, medizinischer Dienst, wenn du Arzt bist, Krankenschwester, Rettungssanitäter, du kannst mitarbeiten. Wir haben regelmäßig medizinische Leute hier um und um. Mein Sohn hat das mal erlebt, ja, der ist da im Foyer eben rumgelaufen. Ich werde es nie vergessen, er ist jetzt schon etwas älter und klüger geworden. Und dann ist er voll gegen einen der Betonpfeiler gerast und hatte, ich glaube, so war sogar noch auf der Messe und hat einen riesen Cut dort oben und so weiter. Und er wurde herrlich versorgt von unserem medizinischen Team. Ist doch toll, wenn es sowas gibt. Oder du hast einen Herzinfarkt und dann hauen sie den Defibrillator und dann kommst du wieder in den Gottesdienst rein und sagst, ist nichts passiert. Nein, das war ein Witz, ja, war ein Witz. Aber eben so Dinge machen die, ja. Die haben auch ein Defi da hinten voll installiert. Hey, ihr seid einfach super. Merkt ihr, was für super Teams wir haben? Komm mal, ein Zwischenapplaus, das ist einfach der Hammer.
Kreativteams, Tanzteam, ihr habt sie gesehen beim Ostergarten. Facility-Team, die hier alles managen und abschließen und aufschließen und so weiter. Prophetischer Dienst, die dafür sorgen, dass du die richtigen Worte von Gott kriegst in dein Leben. Taufteams, die alles richten, damit wir hunderte von Menschen jedes Jahr taufen können. Fototeam, die uns hier so in schöner Position abbelichten. Und Stage-Design-Team und Backstage-Team und Hospitality, also Gastfreundschaftsteams. Jugendinfotisch, Roll Ranger Infotisch und dann gibt es die ganzen neuen Teams, die in Planung sind, Deko-Teams und so weiter. Zum Beispiel planen wir auch ein Stühle-Gerade-Rück-Team. Also wenn der Gottesdienst fertig ist, weil der nächste Gottesdienst kommt, ja, da gibt es Leute, die sagen, ich kann das nicht ertragen, wenn so Stühle so halb schief im Raum rumstehen. Die sagen, ich habe eine Gabe von Gott des Einjustierens von rötlichen Stühlen im Gospelforum. Das ist mein Job. Und schon ist ein neues Team gegründet. Ja? Das ist der Hammer, was es alles gibt. Also ich lade euch ein, das sehr kreativ auch mitzudenken. So, ihr Lieben, ihr merkt, es gibt eine unzählige Fülle von Dream Teams. Es ist traumhaft, in so einem Team mitarbeiten zu dürfen und zu können. Und jetzt habe ich eine Frage. Bist du schon in so einem Dream Team drin? Ich spüre, ja, da. Einige am Livestream, die jetzt also nie hier sind, nur am Livestream, die sagen, ja, ich bin in so einem Dream Team bei mir daheim, im Bett, mit Kaffee. Das ist ein Witz alles, ja. Ich weiß, wir können gar nicht alle hier sein, ihr seid ja weltweit auf Sendung gerade. Aber wir können natürlich nur mit dabei sein, wenn wir auch hier live im Gottesdienst sein können. Wenn wir daheim sind am Livestream, da können wir ein Dreamteam sein, indem wir Leute einladen in unsere Wohnung, sagen, komm, wir gucken uns das zusammen an. Bei mir kriegst du frische französische Croissant und einen herrlichen Cappuccino und danach noch nach dem Gottesdienst, weil es so schön war, ein Mittagessen oder ein Aperitif. Und dann beten wir auch füreinander. Und hören, was das für uns bedeutet. So, es gibt unzählige Möglichkeiten. Und ich möchte einfach fragen, bist du schon in so einem Dream Team? Und machst du einen Unterschied mit deinem Leben? Bist du in einem Team drin, was sagt, wir sind da für Menschen, die Gott schon kennen, aber auch die, die ihn noch nicht kennen und wo jedes Wochenende Dutzende neue Menschen dazukommen? Bist du mit dabei? Du sagst, in jedem Gottesdienst soll jeder Bereich, auch durch meinen Dienst, so durch das Charisma, die Gabe, die Gott mir gegeben hat, so in Exzellenz, in Stärke reinkommen. Weil Gott hat jedem hier besondere Gaben gegeben, die keiner in dieser Weise so hat. So, ich muss dir noch was ganz Wichtiges sagen. Es ist nicht dran bei uns hier im Gospelforum, so wie ich das früher selber erlebt habe, in ganz uralten Zeiten. Da kam ich in eine Gemeinde und da hat man gemerkt, ja, der Peter ist so ganz hilfsbereit und er ist auch ganz nett und er hilft auch gerne. Also haben sie mich überall eingesetzt und das war auch toll. Ich habe überall reingeschaut und so weiter. Das war auch eine kleine Gemeinde. Aber das ist nicht, was Gott unbedingt auf dem Schirm hat für jeden hier, sondern Gott hat ein Fachgebiet für dich, hat ein Ort für dich, wo die Gaben und Talente, die Gott dir persönlich gegeben hat, wo die zum Segen für andere sind und einen echten Unterschied machen. Und meine Frage ist, wo ist das bei dir? Wir wollen dich nicht irgendwo hinstecken, ja, irgendeine Lücke auszufüllen. Nee. Wenn du ein Herz für Kinder hast, dann wollen wir, dass du dahin kommst, wo sich diese Gabe entwickelt und die Talente nicht schlummern und vergraben werden, sondern Gott dich voll in Aktion bringt. Wir haben etwas festgestellt, es gibt keine glücklicheren und gesegneteren Menschen hier bei uns im Gospelforum, als die, die anderen dienen mit ihren Gaben und damit einen Unterschied machen. Wir haben keine festgestellt, die so schnell geistlich wachsen, sich so schnell geistlich spirituell entwickeln, wie die Menschen, die anfangen, anderen zu dienen und einen Unterschied zu machen. Und ich möchte dir etwas sagen, da gibt es einen Ort für dich, der genau zu dir passt. Aber du musst dich halt melden. Wir bringen niemanden mit Gewalt dahin, aber es gibt für jeden ein Team, für jeden einen Ort, wo du einen Unterschied machen kannst. Und jetzt würde ich gerne zum letzten Punkt kommen und uns ein bisschen noch an der Hand nehmen und sagen, was du jetzt tun kannst und was jetzt wichtig ist. Erstens, du bist von Gott mit wunderbaren Gaben beschenkt worden.
Gott möchte, dass du das weißt. Es gibt Dinge, die du tun kannst, die kann kein anderer so gut wie du. Oder deine Art, wie du als Mensch bist, mit deiner Vergangenheit und Erziehung und deiner charismatischen Begabung und auch mit deinem Setting im Leben, du bist eben einzigartig. Zweitens, für dich gibt es einen passenden Platz in einem unserer Gospelforum Dream Teams. Das muss ich nochmal betonen, weil immer wieder kommen Leute zu mir, die sagen, Peter, ja, ihr seid ja so eine große Gemeinde, alles ist super organisiert, das flutscht da, ihr braucht mich ja gar nicht. Aber Gott braucht dich und wir brauchen dich auch. Jeder wird hier gebraucht, jeder ist wichtig. Die Bibel sagt, Gott hat für jeden Menschen im Haus des Herrn eine Arbeit, wo er gemäß seinen Talenten und dem, dass er motiviert ist, seinen Platz findet und einen Unterschied macht. Das steht schon im 1. Chronikerbuch, Kapitel 28. Schon da hat es Gott dem David offenbart. Drittens, du bist berufen, durch dein Leben einen Unterschied für andere zu machen. Und es gibt keinen besseren Platz als so ein Gottesdienst, wo Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung, Menschen, die Gott kennen, Menschen, die Gott noch gar nicht kennen, wo sie zusammenkommen und worum es geht. Wir wollen ihnen eine Exzellenz bieten. Ich erzähle noch eine Geschichte. Wenn du heute in ein Mercedes-Benz-Autohaus kommst, dann musst du mal reingehen oder in ein Jaguar oder Rolls-Royce-Autohaus oder auch bei Audi oder BMW. Das sind halt so Automarken. Ja? Du kommst da rein, dann wirst du Folgendes garantiert nicht erleben. Alles geht drunter und drüber. Alles sieht hässlich und dreckig aus. Büroakten fahren rum. Menschen sind hässlich angezogen. Und sie sind ungewaschen und laufen da in Badehosen rum und so weiter und so fort. Das wirst du nicht erleben. Wenn du da reinkommst, ist alles Schniekepieke. Sagst, ah, schönen guten Tag, sind Sie zum ersten Mal hier? Kann ich Ihnen etwas helfen? Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten und so weiter? First Class. Warum? Weil diese Marke etwas repräsentiert, wie Sie sagen, eines der besten, Sie sagen, das beste Auto auf der ganzen Welt. Und das muss Sie nach außen niederschlagen. Und ihr Lieben, wir repräsentieren hier nicht eine Automarke. Wir repräsentieren hier den wunderbarsten, größten, herrlichsten, liebevollsten, majestätischsten, mächtigsten Gott des Himmels und der Erde. Und es gibt nur einen. Unser Name ist Jesus Christus. Und wir glauben an Exzellenz. Wir glauben, dass jeder Mensch, der hierher kommen soll, etwas spüren muss von der Liebe Gottes, von seiner Exzellenz, von seiner Fürsorge, seiner Freundlichkeit, seiner Güte und seiner Herrlichkeit. Kann da jemand Amen zu sagen? Das ist, was wir glauben. Und hier ist kein Autohaus, aber hier ist ein Haus, wo viele Menschen aus allen Nationen zusammenkommen. Und ihr Lieben, was viele, auch Politiker uns gesagt haben, wir staunen, wie das bei ihnen funktioniert. Und die Antwort ist, weil hier Gottes Liebe ist, weil er unsere Herzen verbindet, weil wir hier eine Kultur der Wertschätzung und Hochachtung haben und weil wir daran glauben, dass das Evangelium die größte Kraft ist auf der ganzen Welt. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du durch dein Leben mithilfst, mit anderen einen Unterschied zu machen. Und viertens, ergreife heute die Gelegenheit, ein Teil von einem Dream Team zu werden, wenn du noch nicht in einem drin bist. Und wenn sie Gäste sind, dann freuen Sie sich, dass Sie ein bisschen gehört haben, wie die Gemeinde funktioniert. Das ist voll okay. Sie sind als Gast in unserer Welcome Lounge heute willkommen geheißen. Sie kriegen ein Freigetränk und Sie werden behandelt wie Könige. Also Sie sollten es mal ausprobieren. Und wenn Sie nicht behandelt wurden als Könige, was gar nicht sein kann, kommen Sie zu mir, dann werden Sie von mir als König behandelt oder als Königin. Das ist unsere Kultur. Und jetzt, wo kannst du das machen? Du kannst es an unserem Next Step Tisch hinten tun, bei unserem Gebietspastor, einem unserer Gebietspastoren, in unserem Start-up-Kurs. Du kannst direkt auf ein Dream Team zugehen. Ihr könnt nicht alle jetzt auf mich zukommen, weil ich könnte dich schon irgendwo vermitteln. Ich kenne mich ziemlich gut aus hier, aber ich weiß auch nicht alles. Und deswegen brauchen wir einander, den Platz zu finden. Entscheidend ist, dass du dich auf den Weg machst. Und heute Morgen dachte ich mir, ich werde doch einfach dafür beten, dass jeder seinen Platz findet, wo Gott ihn sich ausgedacht hat. Und da ich weiß, dass Gott alle meine Gebete erhört, wenn sie in seinem Willen gesprochen sind,
weiß ich, dass jetzt großartige Dinge gleich passieren werden. Und ich möchte dich einladen, wenn du möchtest, steh doch einfach von deinem Platz mit auf. Und dann würde ich gerne beten, dass heute tausende Wunder passieren, auch am Livestream, auch bei Menschen, die jetzt gar nicht hier sind. Dass Menschen einen Platz finden, wo sie den Unterschied machen, wo Gott zu ihnen eine Positionierung gibt, wo du einen Unterschied machst. Dieser Unterschied zum Segen wird für viele Menschen. Und Heiliger Geist, ich spüre dich so stark. Ich danke dir, Herr, für deine genialen Gedanken, dass du Menschen positionierst in einer Welt, die das so gar nicht kennt. Ich danke dir für charismatische, übernatürliche und auch ganz natürliche Gaben und Talente. Und ich danke dir, Herr, dass du schon ein Drehbuch über unserem Leben geschrieben hast. Und da steht auch drin, dass du möchtest, dass wir einen Unterschied machen. Und wo das sein soll und wie das funktioniert. Und jetzt, Heiliger Geist, ich bete, dass du zu jedem Menschen hier ganz tief in sein Herz hineinredest, auch am Livestream, gerade jetzt. Ich bete, dass Menschen spüren können, wo deine göttliche Bestimmung sie hinbringen möchte, hinführen möchte. Danke, Herr, dass jeder den Platz entdeckt, den du für ihn hast. Danke, Herr, für offene Türen, die niemand schließen kann, auch für ganz neue Dinge, an die niemand gedacht hat. Ich danke dir an dieser Stelle, Vater im Himmel, für die Freisetzung des gesamten Volkes Gottes, hier in der Stadt und im ganzen Land, für die Bestimmung, die du für uns hast. Und dass wir alle zusammen uns vereinen, einen Unterschied zu machen in der Gesellschaft, in der wir leben. Ich bete, dass jetzt der Geist der heiligen Entschlossenheit über uns alle kommt. Dass wir innerlich spüren können, mein Gott hat einen Platz für mich.